Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind im zweiten Quarterfinal des EU Craft Cups Number 11 und es ist das zweite Matchup aus diesem Best of 3 zwischen dem roten Terraner Jimpo und dem grünen Zerg SRS Razor Sushi. Auf der Karte Zelnager Kevins konnte Sushi leider nicht seinen Vorteil von Anfang an durchbringen. Er hat es nicht geschafft, sich gegen den Micro, gegen den Bio- und Tech-Build des Terraners durchzusetzen. Ihm hat es am Ende an Upgrades und Units gefehlt, sich dagegen durchzusetzen. Und deswegen ist er erstmal 1-0 hinten. Wir spielen auf der Karte jetzt Zelnager auf der Karte Metallopolis, was ich schon wieder hier laber. Und wie gesagt, jetzt fehlt nur noch Jimpo, dem der uns auch sehr gut bekannt ist aus dem letzten Craft Cup. Nur noch ein einziger Sieg, um erneut ins Halbfinale zu ziehen. Er ist ja leider im letzten Halbfinale, ich denke an Shark GS Joe gescheitert. Oder an Dystar, einen von beiden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und deswegen hat er sozusagen natürlich noch eine Rechnung offen. Dystar und Shark GS Joe sind auch in diesem Craft Cup vertreten. Wir werden die Quarterfinals von ihnen noch sehen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt kommt. Außerdem natürlich jetzt unser guter Freund Goody als deutscher Spieler vorhanden in diesem Craft Cup. Und deswegen drücken wir natürlich ihm ganz speziell die Daumen. Die Karte Metallopolis, eine 4-Player-Karte, ich habe das bereits des Häufigeren erläutert, deswegen keine weitere Erläuterung von mir und bereits jetzt ab ins Spiel. Scouting Drone jetzt hier von Sushi direkt in die Base und er muss aufpassen, doch der Warlock sollte noch nicht fertig sein. Early Expansion jetzt für ihn, bereits jetzt auch wieder vor dem Spawning Pool. Im Vergleich zum letzten Matchup war die Hatchery nach dem Spawning Pool, aber er geht also jetzt einen Economic Build ein, also mehr auf Wirtschaft gelegt, mehr darauf geachtet, dass er natürlich möglichst schnell hier ein erhöhtes Income hat und natürlich mit dem Risiko, dass er weniger Einheiten auf das Spielfeld kriegt. Wenn das Supply Depot kommt, es kommt leider nicht. Eine Sekunde zu spät hätte er die Drone blocken können, doch diese entkommt erfolgreich aus der Basis von Jimpo und dieser ist gerade jetzt dabei rauszufinden, wo sich sein Kontrahent befindet und damit natürlich ein wichtiger Punkt für ihn. Wir haben also jetzt hier Cross-Positions zwischen beiden Spielern, also gegenüber auf dem Spielfeld und ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird. Wir hatten bisher ein gutes Matchup gesehen, wir haben fast alle Einheiten außer die Hydralisten von Sushi gesehen, also er ging einmal komplett den Tech-Tree durch und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermisse irgendwie Ghost zurzeit. Sicherlich Ghost sind keine der besten Waffen gegen Zerg, aber in einem PvT zum Beispiel, also in einem Protoss vs. Terran, habe ich sehr, sehr dolle schon die Ghost vermisst. Bisher keine lange gesehen und vor allen Dingen Nuking-Action, oh, ich liebe es. Zwar schwer zu shoutcasten, aber trotzdem immerhin gut anzugucken. Jetzt sieht man hier, wie auf jeden Fall Sushi auf beiden Bases anfing zu minen. Die Double Queens sind auf dem Weg hier und hier, um die jeweiligen Bases mit Queens zu versorgen. Und wir sehen auch jetzt hier, dass die Overlords von Sushi sehr, sehr schnell auf der Karte verteilt werden. Ich finde das immer grandios, wie diese Pro-Spieler auf jeden Fall erschaffen, diese Karten zu verteilen. Metabolin-Schub jetzt auf dem Weg für Sushi. Und die ersten Zerglinge sind dementsprechend auch auf dem Weg, um natürlich jetzt hier eventuelle weitere Scouts zu vernichten. Dieser SCV konnte sich scheinbar retten, hat bisher einen kleinen Kratzer abgekriegt, aber ist erneut auf dem Weg in die Base. Jetzt hier ein Roach Warn, sehr, sehr früher Tech, also bevor der Gegner auf hier Tech 2, also auf die Lea geht, ist der Roach Warn auf dem Weg und wurde natürlich vom Gegner gesehen, dadurch weiß er, meine Güte, wir haben Roaches, das heißt Marodeure sind angesagt, Biobuild dazu noch, jetzt hier Reaktor und das könnte natürlich heißen, jetzt hier Hellions mit Pregner, der Upgrade, eventuell sogar Lea jetzt im Tech und jetzt kommen die Zerglinge um zu scouten, aber sie haben keine Chance. Der Bunker mit den drei Marines klärt natürlich ab. Zwei weitere Barracks hier im Bau und wir sehen jetzt hier auch das Supply Depot sehr gut positioniert, um auch die View zu erhalten, wohingegen unser Freund Sushi sicherlich hier ein Overlord platzieren wird. Das reicht eigentlich vollkommen aus, um die View dort zu haben. Metabolinschub jetzt fertig, Tech 2 Gebäude, Lea ist zur Hälfte ungefähr fertiggestellt. Danach wird sicherlich wieder der Tech kommen für die Glia Reconstitution. Ganz, ganz wichtiges Upgrade, damit die Roaches noch schneller sind und vor allen Dingen gegen Siege Tanks sich agiler bewegen können. Wohingegen unser Gegner gerade jetzt Hellions pusht und ich denke, es wird wieder ein Double Hellion. Und es könnte durchaus sein, dass er jetzt natürlich versucht, hier auf jeden Fall den Gegner zu harassen.
Zerglinge in der Mineral Line auf der Expansion konnten nicht viel Schaden anrichten. Wir sind Units lost, der Terraner gerade vorne. Würden die beiden Zerglinge sterben, wäre es wieder komplett gleich. Und wir sehen einen Spire. Sehr, sehr guter Tag jetzt hier. Und der Spire ist nicht etwa irgendwie hier in der Main Base. Nein, er ist hier. Und das Gang geht ja meistens hier down. Es könnte sein, dass er den Spire nicht sehen wird. Oft gesehen habe ich auch schon, dass die Overlords eben ihren Creep spreaden und dann dort auf den Creep gebaut wird. Sehr, sehr häufige Build-Order. Und die vier Haynes beginnen jetzt die Karte von den Zerglingen zu bereinigen. Sind scheinbar auch auf dem Weg jetzt in die gegnerische Basis, währenddessen gerade der Creep-Tumor im Bau ist. Und ich denke, sie könnten ihn sogar rausnehmen. Nein, sie laufen außenrum. Creep-Tumor ist jetzt fertig. Und jetzt kommt die Queen und der Roach und die versuchen natürlich jetzt ihre Basis zu verteidigen. Sehr, sehr gut natürlich. Bisher kein Schaden durch die Haynes angerichtet. Weitere Roaches werden gebaut und der Spire bei nahezu drei Viertel fertiggestellt. Währenddessen sehen wir hier, jetzt kam der Tech-Switch zwischen der Factory und der Barrack. Das heißt, jetzt sehen wir das Tech-Labor, was dafür deutet, dass wahrscheinlich wieder Thor auf das Spielfeld kommt und erneut hier ein Baneling-Nest, bisher allerdings keine Infestation-Pit, das heißt, sie haben unbedingt nicht den gleichen Build-Order, aber direkt Mutalisten mit dem Zerg Flyer Attacks Level 1 Upgrade, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich jetzt hier heavy auf Mutalisten gehen. Sehr, sehr guter Tech hier, aber die Thors gute Counter-Unit dagegen muss man einfach sagen und ich bin mir nicht sicher, hat er es gesehen? Ja, er hat einen Scan scheinbar gemacht und dadurch den Spire erkannt. Deswegen auch auf jeden Fall der Tech jetzt hier auf die Tor. Ganz wichtig, und die Roaches sollten eigentlich kein Problem damit haben, gegen die Helden sich durchzusetzen. Und wir sehen es ja auch also sehr, sehr schön, wie die Mutalisten jetzt über die Karte fliegen. Und jetzt hat er auf jeden Fall den R-Vorteil. Und der erste Thor ist auf dem Weg zu drei Viertel fertiggestellt und wenn der Porte Zerg-Spieler sich beeilt, könnte er schaffen, bevor der Thor rauskommt, noch ein wenig zu harassen. Sehr, sehr gutes Spiel hier. Engineering Bay auf dem Weg, damit wieder neue Upgrades kommen können. Glia Reconstitution jetzt für den Zerg ganz wichtig und Stimpak für den Terraner. Und da kommt der Thor mit seinem Splash Damage und wir sehen das hier, also hat leider keinen großen Splash gemacht, aber erstmal ein Thor auf dem Spielfeld reicht schon aus, um sich hier Respekt zu verschaffen. Eine weitere Expansion für den Zerg, ganz, ganz wichtig, damit er natürlich vorne bleibt in Income und jetzt natürlich das Harass permanent hier auf die Base. Sehr gut, damit er den Gegner auf jeden Fall klein halten kann im Income und vor allen Dingen auch im Ausbreiten auf der Karte. Jetzt hier weitere Mutalisten auf dem Weg und die Centrifugal Hooks sind dabei durchzutecken. Damit sind die Bandlinge natürlich noch schneller. Dazu kommt dieser Betriebsvorteil und wir sehen, er macht das sehr, sehr gut. Verteidigen Creep perfekt hier auf der Karte. Teilweise spiele ich zum Beispiel mit Double Creep Tumor. Damit wird der Creep noch schneller verteilt und damit kann der Creep natürlich auch doppelt so weit gespreadet werden. Scan hier auf diese, ich sag mal hier 4 oder 5 Uhr Position wurde natürlich gesehen vom Gegner und die Mutalisten sind dabei scheinbar ein wenig Schaden hier anzurichten, aber wir haben jetzt hier drei Haynes auf dem Spielfeld und der Thor mit dem Bio-Build natürlich sehr gut dabei. Und jetzt kommt der Push scheinbar hier. Oh, der Thor zieht direkt eine Einheit raus und wir haben, Zerg Flyer Carapace Level 1. Damit sind die Mutalisten sogar noch stärker und das bekräftigt mich in der Meinung, dass er hier scheinbar Only Air gehen will. Also guter Air-Push. Jetzt währenddessen er auf Air geht, wird der Terraner scheinbar hier sein Bio-Build verstärken. Combat Shield für die Space Marines und dazu Terror Infantry Weapons Level 1. Wichtig, Centrifugal Hooks, also für die Bandlinge fast fertig. Und jetzt kommt hier der Push auf die 5 Uhr Expansion. Und ich denke, es dürfte ausreichen, um hier diese rauszunehmen. Sehr, sehr schön, wie er angreift. Und ich denke, er sollte die Queen auf jeden Fall abbrechen. Expansion down, damit sind 400 Mineralien vernichtet worden. 4 Bandlinge morphen auch noch rein. Diese Bandlinge sind da, aber er kann nichts machen. Und er muss auf jeden Fall versuchen, den Thor rauszusnipen. 2 Thor hier und viele Space Marines. Und ich weiß nicht, ob das ausreicht gegen diese Einheiten. Sehr, sehr gut. Ein Thor ist down, aber nur noch 3 Mutalisten. Ich korrigiere, 2 Mutalisten am Leben. Und jetzt hier der Scan auf die Natural Expansion. Sehr, sehr gut von dem Terraner gespielt. Und jetzt ist er in einer guten Position, um sich durchzusetzen. Und damit hat auf jeden Fall Jimbo jetzt erneut den Vorteil. Wir sind hier Mars Roaches auf dem Weg. Und die Bane-Dinge machen unglaublich viel Schaden. Jetzt die Queen plus Roaches gegen den Thor. Und er hat eigentlich keine Chance. Terran Army wurde vernichtet und wir sehen, dass der Zerg gerade bei Units Lost eindeutig im Nachteil ist. Knapp 1700 Mineralien mehr an Units verloren.
Und das möchte man natürlich niemals haben. Im Tech Tree auch noch jetzt hier Zerg Flyer Attack Level 2. Das heißt, er möchte auf jeden Fall seine Flugeinheiten noch mehr verstärken, während Disney Terraner auf Infantry Weapons Level 1 geht und die Gold Expansion wird jetzt gerade genommen. Unser Terraner hier macht das sehr, sehr clever, ist dabei zu scouten, wird sicherlich auch hier jetzt die beiden Positionen abscouten, um zu gucken, ob dort ein Gegner ist. Zeitgleich ist er hier dabei zu gucken, wo die Expansion sind, und wir haben Double Expansion scheinbar für den Zerg. Und wenn der Gegner das sieht, dann hat er auf jeden Fall ein Problem. Oh, sehr, sehr schön. Gräberklauen für die Roaches. Und damit spiele ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Dazu kommt natürlich noch gleich das Upgrade für Burrow, wenn es nicht bereits fertig ist. Nein, noch nicht im Gange. Die Tunneling Claws erlauben es den Roaches, sich einzugraben und dann dabei sich zu bewegen, ähnlich wie die Infester. Und wir sehen hier eine kleine Zergling-Armee, die sich verteilt. Wir haben jetzt hier auch Pathogen Glands für die Infester da. Die Infestation Pit gerade jetzt fertiggestellt wurde. Sehr, sehr schön, wie der Spieler das hier macht. Also Sushi spielt hier für meinen Geschmack sehr, sehr gut. Und wir sehen auch hier jetzt Infantry Armor Level 1. Das heißt also, Jimpo geht erneut auf Heavy Techs für sein Bio-Build. Und ich denke, Sushi bräuchte auf jeden Fall mehr Banelinge, um sich gegen diesen Heavy Biobuild zu erwehren. Jetzt kommt der Burrow Tag und wir sehen es auch sehr, sehr gut jetzt hier, wie beide Spieler sehr, sehr viel taggen, um ihre Einheiten zu verbessern. In-Based Command Center auf dem Weg, um hier auch die nächste Expense zu nehmen. Ich denke, er wird diese, ich denke mal, auf, das ist 10 oder 11 Uhr Position, wird er auf jeden Fall einnehmen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit er auch im Income dran bleibt. Er hat ja beide Expansions gesehen, denke ich mal. Nein, hat er nicht. Er hat keine Ahnung, was hier vorhanden ist. Und er denkt, er ist bisher auf einer Expansion und der SCV wurde gerade vernichtet, wie wir hören konnten. Und wir haben den Raven auf dem Bild. Sehr, sehr gut. Und das könnte vor allen Dingen eine gute Antitaktik gegen die eingegrabenen Roaches sein. 27 Banelinge morphen gerade rein. Halleluja. Dazu jetzt Terran Vehicle Weapons Level 1, damit sind die Thor noch stärker gegen unsere Freunde, die Mutalisten. Sehr, sehr gut. Und Zerg Fly Attacks gleich fertiggestellt. Jetzt wird's interessant. Wir sehen auf jeden Fall kein Mars Raven Build, bisher nur ein einziger auf dem Weg. Und wir sehen, die Command Center wurde genutzt, um hier direkt die Gold Expansion zu nehmen. Aber das könnte in die Hose gehen, denn Mars Roaches, Mars Banelinge hier auf dem Spielfeld und könnten sehr, sehr schnell diese Expansion auf jeden Fall rausnehmen. Income-mäßig ist der Zerg natürlich weit vorne, kriegt ungefähr 300 bis 400 Mineralien mehr pro Minute. Aber unser Terraner hat ungefähr 20 Einheiten mehr auf dem Spielfeld und das ist auf jeden Fall...